Mark T. Hofmann befasst sich intensiv mit den Menschen, die hinter den Skandalen stehen. Das Muster sei immer gleich, sagt er. Und die Erklärung so simpel und zugleich schockierend. Eine Erklärung, durch die auch Sie, manche Top-Manager, mit ganz anderen Augen sehen werden. Der Psychopathieanteil in der Normalbevölkerung über viele verschiedene Länder hinweg liegt ziemlich konstant bei 1%. Aber es gibt zwei Orte, an denen Psychopathen überproportional häufig vorkommen. In Gefängnissen, zumindest Daten aus Nordamerika, da liegt die Quote bei 25%. Es gibt noch einen zweiten Ort, an dem Psychopathie viel häufiger vorkommt als in der allgemeinen Bevölkerung, nämlich im Top-Management mit immerhin, je nachdem welcher Studie man glaubt, 2 bis 8%. Das heißt, wir haben im Top-Management eine bis zu 8-mal höhere Psychopathenquote als in der allgemeinen Bevölkerung. Jan Marschaleks Verhalten zeigt deutliche Parallelen zu dem eines psychopathischen Managers. Vor allem dann, wenn sein skrupelloses Handeln droht aufzufliegen. Als die Wirtschaftsprüfer wissen wollen, ob die fehlenden 1,9 Milliarden Euro der Wirecard tatsächlich auf Konten auf den Philippinen liegen, fliegt Marschalek mit ihnen nach Manila und inszeniert eine Hollywood-reife Aufführung. Das ging schon los, dass die mit einer Polizeieskorte vom Flughafen zu dem Treuhänder ins Büro gefahren wurden. Also vorne Blaulicht, hinten Blaulicht und die in der Mitte in den Limousinen. Und er hat sie zu zwei tatsächlichen Bankfilialen in Manila geführt und hat dort das große Theater vollführt, dass dort alles doch geregelt ist. Es sind da echte Bankmitarbeiter, die sich dann später teilweise als nicht ganz so echt herausgestellt haben. Und er hat das zumindest zu diesem Zeitpunkt noch mal geschafft, die Kuh vom Eis zu bringen. Bis zum Schluss hält Jan Marschalek sein Charadespiel aufrecht, gewinnt damit wertvolle Zeit. Denn er ahnt, dass die Wirecard bald zusammenbricht.